teuerste Tasche der Welt. Ach du heiliges Krokodilleder! Boah, die haben doch wohl nicht wirklich ein echtes Kroko. Das haben sie. Aber Hermes ist doch der Götterbote mit den Flügelschuhen. Warum macht der denn jetzt Handtaschen? Du meinst Hermes. Das hier ist Hermes, ein französisches Luxusmodehaus. Aber das sieht doch gar nicht wie Luxusmode aus. Eher wie ein Luxemode-Rausch. Oder wie ein Fuchs mit Oberbau. Was? Kneif mich mal, lese ich das gerade richtig? Das Krokodil wurde 2016 für 2.000.000 Euro versteigert. Wie viel ist das? 200.000 ist ungefähr so viel wie... Stell dir mal vor, eine Karotte wären 1.000 Euro. Das ist die teuerste Karotte aller Zeiten, aber ja. Du sollst es dir ja auch nur vorstellen, du Käsekuchen. Wenn du also 200 Karotten hättest, wäre es ungefähr zu vergleichen mit... warte, 14 Kilo? Aber Kit, was rechnest du denn da? Ich sehe das Orange vor lauter Karotten nicht mehr. Okay, spulen wir zurück. Wenn du monatlich 100 Euro beiseite legen würdest,